Hi, ich bin Hanna von Hertie. Ich erzähle euch jetzt was über den Whirlpool Vancouver. Dieser Whirlpool sieht sehr klein aus, aber das ist nur das Aussehen. Der hat einen Durchmesser von 155 cm und hat eine Höhe von 66 cm. Die Füllmenge beträgt 804 Liter. In diesem Pool befinden sich ungefähr 140 Airjets. Er hat eine Thermoabdeckung, die mit einer Kindersicherung gesichert ist. Mit zwei Händen nur aufmachbar und so kann man den Deckel abklappen. So, dieser Pool ist jetzt mit Wasser gefüllt. Hier sieht man die Pumpe. Die ist digital steuerbar, auf- und abklappbar. Hier kann ich die Pumpe einschalten. Dort haben wir so eine kleine Sicherung drin. Hier kann ich einen Timer einstellen. Wenn ich jetzt in 60 Minuten in diesen Whirlpool möchte, dann geht der dann auch an. Hier habe ich die Heizfunktion. Jetzt kann ich die Drüsen hier anmachen. Dort hat man auch gerade in der Mitte gesehen, dass dieser Pool in der Mitte auch noch Drüsen hat, nicht nur außen ringsherum. Bei der Pumpe kann ich noch einstellen Celsius oder Fahrenheit, kann an der Seite noch auswählen die Temperatur. Jetzt würde ich den auf 38 aufheizen. So, jetzt zeigen wir euch mal eben, was man mit der App machen kann. Also ich bin jetzt in der App drin und kann hier verschiedene Funktionen machen. Also einmal sieht man jetzt halt hier unten, im Moment hat der Whirlpool 33 Grad. Ich kann hier halt die Temperatur verstellen, so wie ich es haben will. Man hört auch direkt, dass die Pumpe jetzt anspringt, weil ich halt über die Temperatur mit 35 Grad, er hat 33 Grad, ich gehe auf 35, die Pumpe springt an. Ich kann hier halt einen Timer einstellen, ich kann die Heizung an- und ausstellen. Ich kann halt normal einfach nur den Wasserdurchlauf einstellen. Und wenn man mal jemanden ärgern will zu Hause, kann man halt auch hier letztendlich die Düsen anstellen. Wir hören das jetzt mal kurz. Mach das mal wieder aus, damit man auch was versteht. Also letztendlich kann ich über das hier alles steuern, was die Pumpe kann. Und die Pumpe ist halt im hausinternen WLAN mit eingewählt. Und das ist halt der Vorteil bei der App-Steuerung, dass ich halt wirklich von unterwegs sagen kann, heute Abend habe ich Bock auf Whirlpool. Ich mache dann halt schon mal die Heizung an, damit ich nach Hause komme und dann auch die richtige Temperatur habe. Bei diesem Pool haben wir einen Chemikaliendosierer dabei. Dort sieht man innen die Chlortabletten. Kann man schließen und dann kann man hier an der Seite einstellen, wie stark das dosiert sein soll. Das Ganze können wir hier im Pool anbringen, einfach festdrehen und so schwimmt nichts im Pool und es ist schön fest. Dieser Pool ist sehr platzsparend, gerade wegen des dünnen Randes. Trotzdem sehr stabil, kann man drauf sitzen, bricht nichts ein, gar kein Problem. So, das war's über den Vancouver. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da und kauft den Pool bei www.hertie.de.